Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg mit Drachen ist alles besser, oder genauer gesagt hier um Elivern, welches sich im Gebiet Sturmsangtal befindet und zweit bei 6551. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht die Forked aus. Wir nehmen Chrominius mit Biss, Heulen und Kraftzug, dann Nexus Welbling mit Schwanzweg, Mana Wog und Arcana Sturm. An dieser Stelle kann man auch Sturmgeborene Welbling mitnehmen, der hat ebenfalls die gleichen Attacken. Und noch Drachenfalkenjunges mit Klaue, Feuersbrunst und Flammenatem. An der letzten Stelle, ja, kann man meiner Meinung nach relativ viele Pets mitnehmen. Ich habe jetzt halt einfach Drachenfalkenjunges mitgenommen wegen Flammenatem und Feuersbrunst. Leider hat der Kampf eben nicht immer den gleichen Ablauf, deshalb kann es vielleicht sogar sein, dass es in einer Niederlage endet. Aber trotzdem, ja, meiner Meinung nach hat man mit diesen drei Pets sehr gute, ja, Gewinnchancen. Und ja, beginnen wir gleich mal den Kampf. Hier zu Beginn einfach gleich mal Heulen einsetzen. Und danach müssen wir mit Chrominius mit der Bissattacke, ja, Leonard unter 50% bringen, damit man halt, ja, mit Kraftzug etwa 1100 Schaden anrichten kann, damit man Leonard tötet. Es gibt teilweise so der Fall, dass man nur zweimal Biss einsetzen muss und das bereits schafft, aber es gibt auch die Chance, dass man ja gleich viermal Biss einsetzen muss. Eben, es gibt immer so viele, ja, viele verschiedene Möglichkeiten an dieser Stelle. Jetzt noch einmal Biss einsetzen, dann sollte es meiner Meinung nach geklappt haben. Aber eben, wie gesagt, es kann sogar sein, dass man hier noch einmal einen Biss einsetzen muss, um dann halt eben, ja, mit der Kraftzugattacke Leonard zu töten. Leider müssen wir uns jetzt erholen wegen dieser Attacke. An dieser Stelle, ja, setzt nochmals eine Attacke ein. Der Leonard tötet sich dann selber dann wieder. Und ja, an dieser Stelle muss man sich wieder erholen. Dann kommt der verderbte Schleim ins Spiel. Und hier gibt es ebenfalls wieder verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass man Heulen einsetzen kann. Es kann sein, dass man danach noch eine Bissattacke einsetzen kann. Aber im schlimmsten Fall kann man gar nichts einsetzen. Also eben, es gibt viele verschiedene Dinge, die halt irgendwie passieren können an dieser Stelle. Sag mal so, im Normalfall kann man noch Heulen einsetzen. Jetzt in diesem Fall können wir sogar noch Biss einsetzen. Aber ich werde jetzt schnell einfach einmal passen. Aber ich hätte natürlich Biss einsetzen können. Dann kommt hier Nexus Fabling ins Spiel und ja, ich sag mal so, 80% der Fälle ist das eigentlich die normale Variante, dass man hier Heulen noch drauf hat. Nexus Fabling kommt ins Spiel und kann eine Schwanzfeger-Attacke einsetzen, die halt eben unter dieser Heulen-Attacke wirkt. Mehr hätte ich sowieso nicht anrichten können als diese 561 wegen dieser Magiefähigkeit, deshalb, ja, der Crit war jetzt sowieso nutzlos, also eben das ist jetzt nicht irgendwie ein, ja, ein Gewinnkriterium. Hier wieder weiterarbeiten mit Schwanzfeger, bis halt, ja, der verderbte Schleim stirbt. So, noch einmal, eben ihr seht 561, obwohl ich hier den Drachenbuff habe, das ist halt wirklich wegen dieser Magiefähigkeit hier. Dann kommt hier der letzte Gegner ins Spiel und hier ist es auch so, der letzte, also dieses Drachenfalkenjunges kann auch den Tentakel besiegen mit 100%, also eben, da sollte die ebenfalls kein Problem haben. Da ist halt eben immer wieder das Problem wegen den Crits, ab und zu crittet der Tentakel recht gut, das nervt natürlich, das wird meistens auch in eine Niederlage enden, aber trotzdem, meiner Meinung nach, hat man mit diesen drei Pets eine sehr, ja, hohe Gewinnwahrscheinlichkeit. Hier weiterarbeiten mit Schwanzfäge, wenn ihr noch könnt. Und dann, ja, wird man irgendwann mal getötet. Das ist meiner Meinung nach einer der normalsten Fällen, eben dass hier noch eine Attacke eingesetzt werden kann beim Nexus Welbling, dann getötet wird und Drachenfalkenjunges halt etwa, ja, 1000 Gesundheitspunkte vom Tentakel runterhauen muss. Flammenatem einsetzen. Dann die Feuersbrunst. Und es kann passieren, dass Tentakel gleich jetzt schon stirbt oder ihr noch einmal Flammenatem einsetzen müsst. Ich sag mal so, eben das ist eigentlich ja, die Möglichkeit hier, eben Flammenatem, Feuersbrunst und Flammenatem. Und dann wird der Kampf relativ knapp sein. Aber eben wie ihr seht, könnte es auch passieren, dass eben Feuersbrunst bereits ausreicht. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diese Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.